Wenn es hier zu den zur fliegenden Insel geht, will ich natürlich erstmal ganz kurz gucken, was die andere Richtung brachte. Da geht es nämlich noch irgendwo den Berg hoch. Hier können wir nicht hoch, ne? Nein. Will ich mal ganz kurz gucken, wo wir hier hinkommen. Ich war nicht ganz sicher, ob es hier nach... Weil hier geht es nach oben. Ich dachte, hier wäre vielleicht eine Flöty Island. Na nü. Schon wieder eine Falle. Ist das nicht eins der Einhörner, sag ich mal? Hm. Oh. Oh, ich wollte gerade das Einhorn abschießen. So. Ah, die reagieren also auf Fleisch. So, da können wir jetzt rüber, aber bevor ich rübergehe, will ich eben mal ganz kurz gucken. Ist. Was ist denn? Das hört sich an wie ein Schwein. Ist das gesund, wenn wir hier drin sind? Ist das gut für meinen Ernährungsplan, wenn ich hier tiefer reingehe? Hallo? Ihr seid bestimmt freundlich. Du bist einfach in eine dunkle Höhle voller Wetzelwölfe spaziert? Lass mich nachdenken. Nein, so hohl war ich nicht. Ach. Hey. Jetzt höre ich keine Augen mehr. Oh. Habe ich gesagt, jetzt höre ich keine Augen mehr? Das wird auch nur wieder zitiert. So, okay, jetzt gehe ich mal ganz kurz da hinten lang. Das Fleisch können wir vielleicht für die Wetzelwölfe brauchen, ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich für das Viech aus dem Busch. Von Achaka zu lernen war ein wahres Schützenfest. Ach, Opa. Okay, der war gar nicht so übel. Doch. Oh, vielen Dank. Doch, der war echt schon, also der war unterirdisch. So, einmal hier rüber. Zum Einhorn kommen wir aber nicht, ne? Nee. Vor allem, wenn die Einhörner hier rumfliegen, wo ist denn dann der Händler? Die Hörner sind nur aufgeklebt. Ach, da hinten, wie mir scheint. Au! Wer war das? Wer war das? Wer wagt es? Wer? Ich finde dich schon noch. Natürlich finden wir nichts. Außerdem glaube ich nicht, dass uns da jemand böse ist, sonst wären wir wahrscheinlich schon tot. Ist das nicht? Nein. Wer sind? Wer, warum? Wieso? Ausgeschaltet. Mit Flinkheit oder mit Geduld. Warte es ab. Das weiß ich doch selber nicht. Headshot. Das kann doch nicht sein. Den ersten nicht ausschalten sollen. Ich war mir nicht so sicher, ob er nochmal angreift. Man kennt es ja von diversen anderen Spielen. Es geht mir nicht darum, die zu töten. Es geht mir nur darum, die zu warnen. Ja.
So, mal gucken, mit Flinkheit oder mit Geduld. Ich werde keine Verletzten angreifen. Außer... Was? Wie hast du die Kobolde ausgeschaltet? Also nochmal. Mit Flinkheit oder mit Geduld. Warte es ab. Okay, das heißt, wir können aber den einen noch retten. Das ist gut. Also ihn hier. So, wir sind ein bisschen geduldig. Wir werden geduldig sein. Keine unnötigen Tode. So. Wie aufwendig das gemacht ist, dass der den rauszieht und so. Keine Sorge, ich schieße auch nur in den Unterbauch. Die lasse ich auch mal machen. Und das nächste Mal zuerst den da oben. Nein! Oh! Wie praktisch! Lass ab von mir, ihr Teufel! Oh, du bist es wieder! Rette mich! Ah, netter Schuss! Potz und Donner! Junge! So heißt du doch, oder? Junge, dem Sternen sei Dank! Wo hast du gelernt, so zu schießen? Koboldisch ist zwar nicht meine Muttersprache, aber ich meine die Worte Einhorn und Streichel zugehört zu haben. Herr von Schling ist zu wild für ein Leben im Käfig. Hör mal, es tut mir wirklich leid wegen meiner diebischen Finger. Und danke für die Rettung. Ja, erstmal, wir wollen natürlich unser Geld zurück. Ich verzeihe euch, ich will mein Geld zurück. Also unser Geld sollte man schon zurückverlangen, eigentlich, aber... Ich habe heute schon genug durchgemacht. Ich verzeihe euch. Nur eins noch. Ja, das ist nett, Junge. Echt nett von dir. Und da alles wieder in Ordnung ist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du diese seltene und wundersame Zutat zum Hobby-Magierladen in der Stadt bringen? Es ist ein Dösblatt. Aber Vorsicht beim Transport. Herr von Schling hat mal eins gefressen und lag danach tagelang flach. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit ist hier dein Geld zurück. Hier, bitte. Mehr habe ich nicht. Die Kobolde haben mich ausgeplündert. So, ich muss los. Gut, dass die Hose so luftig ist. Nochmals danke. Das vergesse ich dir nicht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hat der Krämer sich dran erinnert? Ja, der Krämer vergaß es sofort. War ja klar. Aber er hat nicht vergessen, uns das Geld zurückzugeben. Huch, da liegt ja, der ist ja, ist er da oben wirklich? Da liegt der ja noch. Also haben wir doch einen umgebracht, ich bin nicht ganz sicher. Ich fand's aber richtig, Gnade walten zu lassen, dass wir nicht wirklich alle umbringen die ganze Zeit. Die machen ja auch nur ihren Job. So. Hier ist jetzt alles ruhig. Ich denke, da haben wir alles abgeknuspert. Was mit dem Einhorn? Sollen wir das da alleine lassen? Vor allem wissen wir jetzt auch, von wem die Fallen sind. Sollen wir das mit der Höhle, sollen wir da mal versuchen mit dem Fleisch irgendwie in der Höhle? Ich glaube zwar nicht, dass es klappt. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Aber da brauchen wir auf jeden Fall eine Taschenlampe. Eine magische Taschenlampe natürlich. Generell, was ich mir hier wünschen würde, so gern, also ich mag das Spiel echt gerne. Merkt man vielleicht, macht mir wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Das Einzige, was mir hier wirklich noch fehlt, das muss ich zugeben... Und das ist ein ganz, 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 ganz grober Schnitzer. Ein ganz grober Schnitzer. Tut mir leid, liebe Spieldesigner, ihr habt echt ein super Spiel abgeliefert. Wenn auch unter komischen Bedingungen. Aber was ich sagen muss, was mir hier wirklich fehlt, das sind einfach diese Anspielungen auf Märchen. Ich habe noch nicht eine einzige Anspielung auf Märchen gesehen. Und das war immer King's Quest. Märchen. Das fehlt mir hier komplett. Erstmal schauen wir uns um. Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir wenig ratsam. Natürlich, aber was ich mal probieren wollte, war einfach mal rohes Fleisch. Kein Essen verschwenden. Gut. Gehe ich wieder. Ciao, Freunde.
Aber da ist doch ein Schwein irgendwo in der Höhle. So, jetzt gehen wir mal zur Flöty Island. Huch. So, einmal mal gucken, wo wir da hinkommen. World's greatest and only floating island. So, einmal hier ums Eck. Ist da noch was? Kids, don't stop screaming until Dad... Was? Pulls over the wagon. Hört nicht auf zu schreien, bis Papa nicht rechts ranfährt. Schön. Oh, sieht geschlossen aus. Auch hier fehlt die Brücke. Wie, wir warten. Sämtliche Brücken im Land fehlen. Da wollte ich unbedingt mal hin. Alle Flöße sind weg. Also, überlegt ihr was. Wie ist er denn darüber gekommen? Und wieso Floating Island? Die steht doch da unten auf Stützen. Ich brauchte zwei Flöße, um rüber zu kommen. Entschuldigung, hab leider auch eins benutzt. Oh, dieser Penner. Später. Prinzessin Madeline braucht ein Floß für sich. Wenn sie auf Reisen ist, verlangt sie nur das Beste. Die Prinzessin Madeline, die stecke ich mir zwischen zwei Sandwichscheiben später mal. Und dann lasse ich dich zusehen. Denn ich werde ein grausamer König sein. Nein, natürlich nicht. Die Bienen. Kann man bei den Bienen eigentlich was mit den Früchten machen oder sonst irgendwas? Nee, ne? Ich guck, ich probiere nochmal aus gerade. Kein Essen verschwenden. Kein Essen verschwenden. Ich hatte für dieses Auge zu viel. Was hätte... Okay. Ein paar Standardsprüche, mehr ist nicht drin, aber wir waren eh gerade in der Nähe. Da wollte ich mal ganz kurz gucken. Ergo düsen wir jetzt wieder zurück. Ergo Schwergo. Hier war sonst auch nichts. Da haben wir das Fleisch her. Das Ding können wir auch... Wir haben nichts, ne? Keine Hebelwirkung. Wir bräuchten vielleicht später... Was ist das? Dösblatt, das in Hobblepots geliefert werden muss. Okay. Vielleicht ist ja was für uns drin. Ich vermute mal, wir kriegen ein paar Goldmünzen. Dann können wir mit 50 Goldmünzen später noch das Ding da beauftragen. Diesen Rasenmäher oder was auch immer das ist. Müssen wir bestimmt ein paar Goldmünzen sammeln. Das Fleisch für das Viech im Busch, das würde ich gerne mal ausprobieren, bevor wir jetzt zurückgehen. Muss ich noch das Viech im Busch finden? Ich bin ja so orientierungslos. Also alles wie immer. Nein, hier waren die Frösche. Da kann ich... Vielleicht mit Früchten. Mal gucken. Sternbeere geht nicht. Nein, geht nicht. Nein, da geht gar nichts. Okay. Ein Frosch. Wie kann man einen Frosch fangen? Entweder mit dem Kescher oder... mit dem Kescher oder mit... Mit Fliegen? Weiß ich nicht. Dem Frosch die Bienen verfüttern ist auch ein bisschen krass. Hier war der Busch. Mal gucken, ob es funktioniert mit dem Fleisch. Ja, sehr gut. Fleischi! Geht! So, ab in den Umhang. Sehr gut. Juhu. Auch voll süß. So, und das geben wir jetzt mal zum Kürbis. Mal gucken, was dann passiert. Den kleinen Mann. Ein lästiger Dachs. Ich finde ihn voll süß. Ja, sieh an. Ob die Eichhörnchen sich daran erinnern? Die Eichhörnchen erinnern sich ganz sicher daran. Ja, ich wusste nicht, wie ich das sonst machen soll. Nicht, dass sie uns später dann noch irgendwie hauen oder so, die Eichhörnchen. Los, ab in den Umhang. Da wiegt das nix. Ach, Gott sei Dank. Ich mag diese Adventure-Inventarsortierung, mag ich immer ganz gerne. So, Le Kürbis haben wir. Kann ich ihm vielleicht mit Sternfrüchten helfen? Oh, er ist weg. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Lalalala. Ein Obstpflücker, aha. Und ein Kürbis. Da ist der also einfach weg. Und den mit dem Obstpflücker können wir irgendwo oben ran. Warte mal, hier ist doch noch... Der hat hier irgendwo hingeguckt. Der hat doch hier irgendwo hingeguckt.
Der Graham guckt nämlich immer in interessante Richtungen. Aber irgendwie stimmen die nicht immer. Na gut. So, wir gehen mal zu den Hobblepots, liefern das kleine Blättelein ab. Da freuen die sich bestimmt. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas anderes dafür im Austausch. Ich glaube eher, es wird sich um Gold handeln. Vielleicht Ohren oder Floren. Man weiß es nicht genau. Hey, Freunde! Hier, guck mal. Endlich ist die Bestellung da. Zumindest teilweise. Chester, erinnere mich dran, dass ich dem Krämer eine negative Bewertung am Aushang hinterlasse. Ah, das sollte klappen. Nah dran, aber ich brauche immer noch Froschodem. Tja, schön, dass ich helfen konnte. Ja, und als Zeichen unserer Anerkennung schenken wir dir dieses Fläschchen Hypnosepulver. Oh, es ist abgelaufen. Es wirkt aber. Da fehlt nur noch etwas. Lass mich raten. Es fehlen Bonbonwurzeln oder Babytränen oder Barthaare von Herrn von Schling. Nein, es fehlen nur noch Rosinen. Hier, bitte. Danke, schätze ich. Rosinen, das ist doch kein Hypnosepulver, das ist eine Zumutung. Bei Rosinen bin ich auch hypnotisiert, aber vor Ekel. Pfui. So. Unfertiges Hypnose, fehlen Rosinen. Rosinen, die Pflaumen hat er ja schon. Sternbeeren kann man dafür nicht nutzen, glaube ich. Ein Obstpflücker. Mit dem Obstpflücker Rosinen pflücken ist eher unüblich. Was machen wir denn jetzt mit dem... Jetzt... Sternfrüchte, Obstpflücker haben wir. Aber was machen wir jetzt damit? Genau. Ich kann es gar nicht so genau benennen. Und wir brauchen noch Froschodem. Kann ich mit dem Obstpflücker vielleicht den Frosch fangen? Nur mal so als Idee. Der ist wahrscheinlich schneller als wir, der Obstpflücker. Nein! Das wollte ich gar nicht. Der sitzt ja eh gleich wieder da. Der Obstpflücker, na komm. Nein, das geht nicht, schade. Vielleicht einen Kürbis drauf werfen. Nein, geht nicht, schade. Tapfersale Augen, Sternfrucht, ein einziges Geld. Es geht alles nicht. Ich kann diesen Frosch nicht fangen. Vielleicht geht es ja gar nicht darum, den Frosch zu fangen. Vielleicht kann ich hier Kleber auf den Sand streuen irgendwo. Rosinen, wo kriegen wir die denn her? Die einzigen Pflaumen wurden ja weggepflückt. Was wir mit den Sternfrüchten machen, weiß ich. Huch, weiß ich auch noch nicht. Jetzt bin ich wieder ein bisschen überfragt. Hier kommen wir wieder zu Dingens, ne? Hier zu. Huch, nee. Ein Brückentroll. Glaube ich. Nee, ist aber nur ein Horn. Na schnell, beeil dich! Ah. Ein Brückentroll. Schicker Hut. Hahaha, guten Morgen. Weißt du nicht, dass es unhöflich ist, auf anderer Leute Rücken rumzutrampeln? Nenn Olfi einen Grund, warum er dich nicht fressen sollte. Weil ich auch ein Brückentroll bin. Vorsicht, ich habe viele Monster besucht. Ich komme jetzt mit was Leckerem zurück. Ich probiere es mal mit einer dreisten Lüge. Weil ich, wie du, ein Brückentroll bin. Siehst du? Du bist ein seltsamer Troll. Mit der langen Nase und dem buschigen Schwanz. Sicher, dass du kein Nasenbeutler bist? Wo ich herkomme, sind Trolle und Nasenbeutler Freunde. Nein, das glaubt er bestimmt nie. Schmecken dir Nasenbeutler?
Ja, ich bin nur ein scheußlicher Brückentroll, aber würde der sagen, dass er scheußlich ist?